Der hat ja auch so einen kleinen süßen Trakehr. Hier gibt's keine Werkstatt, die man kaufen kann, gell? Werkstatt? Nee, Werkstatt kann man leider nicht kaufen. Du meinst Garage? Meine ich doch, ja, meine ich doch. Genau, Weg, ich verwechsel ja doch immer. Ich glaube aber schon. Was? Garage gibt's hier keine zum Kaufen. Okay, nö. Eieieiei. Ich würde sagen, einer von denen mit den kleinsten LKW sucht eine Strecke raus. Weil dann brauche ich nicht gucken. Ja, ja, hör auf zu hupen. Hör auf zu hupen, extra nochmal rauf hier gedrückt. Gut, dann, jo. Bitteschön. Hier kommt schon wieder einer hier mit dem Präsidentenauto. Präsidentenauto? Einer mit der Lackierung hier mit dem. So, ja, die hab ich auch. Ja, ich seh's. Hier hast du leider nicht viel Auswahl, was schön aussieht, finde ich. Muss mir mal ein paar Mods raussuchen, dann fahr ich ATS auch Singleplayer bestimmt mal. Ein paar schöne Mods, ja. Lackierung, sowas alles gucken. Jede machst du eine Meinung? Oh, ich auch. Was ist denn hier los jetzt? Komm schon. Eigentlich fehlen hier noch zwei. Amira, was mit dir? Bin auf dem Weg zu euch. Okay. Sehr schön. So, dann warten wir noch einen Augenblick, ja? Ja, hab jetzt noch 90 Meilen. Naja, geht ja fix. Dann schalt mal deinen berühmten Turbo ein. Mit den illegalen Substanzen. Hier nicht, hab Autos hinten dran. Okay. Hi Jens, gute. Irgendwie okay, war ich selber. Außer der Hupe, sonst noch was Schönes zu Weihnachten bekommen? Ja, eigentlich nur die Hupe. So, was kann man hier an Lack drauf machen? Was gibt's denn hier? Was ist das? Bäh. Bäh. Danke. Was haben wir denn da noch? Was ist denn das hier? Aber die Lackierung, die du hast, habe ich bei meinen anderen auch ein bisschen mit Farbe rumgespielt. Da passen auch schön viele Farben zu. Das sieht ja aus wie so ein Renn-LKW. Nee, lass mal. Nö. Was kann man denn noch machen? Was gibt es das? Konvoi? Nö, wir kein Konvoi. Okay, ich mach was. Nee, ich mach nichts Pondo von dir. Ja, fahr los und hör auf zu hupen. Okay.
So. Ja, was war denn? Aber du bist im Augenblick nicht müde. Warum? Es steht hier. Ich fahr mal zur Tanke. Ja, mach das. So, gerade noch mal was gucken. So, naja, ich muss ja ETA spielen. Ich habe ja gerade das ATS nicht drauf. Was hast du für eine Leitung? Ne, 16.000er gerade noch, aber oh, bei denen jetzt kommen die 50.000er. Ist ein bisschen lahm, ja. Ich habe auch geraten, lass mir da mal ein Plätzchen frei. Warum sehe ich eure Bilder nicht? Achso, bestimmt, weil ich die AGBs nicht angenommen habe. Bei Trackers MP, ne? Auf der Seite war das. Kann das sein? Ja, vielleicht liegt es da nicht. Das ist hundertprozentig, hundertprozentig, weil da könnt ihr ja eure Bilder hochladen. Ja. So, und die Bilder, die du hier siehst, die sind von Steam. Was? Nein. Ja. Dein Bild, was ich hier sehe über dein LKW, das ist dein Steam-Profilbild. Steam-Profilbild? Ja. Nicht die deutsche Flagge? Ne, die deutsche Flagge hab ich bei Steam drin und die siehst du hier auch. Bei der Emira das Bild sehe ich. Ich sehe euer Bildchen. Hallo Speedy.
Komisch. Hello Ghost. Speedy Gonzales ist da. Okay. Ja, die heißt Speedy jetzt bei uns. Oh, guck mal hier, was ist das? Der Bär, der im Wolf tanzt? Nee, so irgendwie, ne? Ja. Okay. Den habe ich auch. Aber gerade, oh, ist der anderweitig unterwegs zu meinem LKW. Hätte eben auch nehmen können, aber das weiß nicht. Das muss ja ein bisschen Abwechslung drin sein. Hat sie auch Lust, willst du mitfahren oder kein Bock? Gut, dann ja, komm, auf jetzt. So, jetzt sind alle da. Wir müssen Geld verdienen. So, guck ich auch mal. Externe. Vogelfutter. Wo? Hinter? Da unten im Chat. Ja, ich habe mehrere Führerscheine. So, nochmal, was war das Vogelfutter von? Wie, wo? Ja, unten im Chat, da heißt irgendeiner Vogelfutter hier. Ach so, ich wollte eben schon nach dem Auftrag gucken. Ja, ich habe auch geguckt bei Externe im Vogelfutter. Danke, Ghost. Nix gefunden. ja, Messer der Tool, ich habe mehrere Führerscheine. Ich habe nur nicht den für die großen LKWs. 7,5 Tonne darf ich noch fahren. Die darf ich noch fahren. 7,5 Tonnen mit, glaube ich, Anhänger, wenn die Achse nicht mehr wie 1 Meter Abstand hat oder sowas. So. Kommt schon, was ist los? Ich guck schon. Hier, Emira, Ghost, was ist los? Ihr seid alle so ruhig. Jens, auch. Alles so ruhig. Geld verdienen. Los. Zack, zack, zack. Bitte. Also los jetzt. Autos 81.000. Bei extern? Nach Newport. Newport? Von da kommen wir gerade. Von da kommen wir gerade. Geil. Ja gut, ich krieg auch ein schönes Geldchen. Dann hab ich auch meine 300.000 zusammen, ja. Mal gucken. Okay. Durchrasen ist jetzt okay. Durchrasen, der will durchrasen. Von hier Newport. Autos hast du gesagt. Yep. Ja, ist gleich das erste bei mir. Vogelfutter wünscht euch eine gute Fahrt. Hä? Ihr verarscht mich jetzt. Vogelfutter? Nein, wir verarschen dich leider nicht. Da heißt einer Vogelfutter. Guten Morgen, hat Ghost schon gesagt. Fresno? Ich. Keine Ahnung. Newport, ich finde es nicht. Müsste auf der ersten Seite sein. Ach nee, du hast. Bei dir ist das ja weiter hinten. Du hast sie gerade Streckenlänge eingestellt bei dir. Mhm. Na, ich habe ja immer noch Pfeil mit Preis nach unten. Umgekehrt. Pfeil nach unten mit Preis. Ne? Dann einfach nochmal aktualisieren. Irgendwann kommt er. Ja, ich klicke jetzt mal hier durch. Dallas. Wie viele Kilometer waren das? 976 Meilen. Okay, Newport. Nö, also mal. Nein, kann ich schon bedienen, finde ich nicht.
Manchmal muss man es 3-4 Mal aktualisieren, dann kommt er. Von hier aus, von Barstow, ja? Ja. Yep. Ah, hier, Newport. Okay, hab ihn gefunden. Können wir annehmen? Habt ihr alle? Warte. Warte. So, jetzt können wir. Okay. Annehmen. Oh Mann. Wir starten die Motoren. Ich bin auch im Ladebildschirm, kann aber nicht starten. Jetzt. Ich auch noch. Sanfte Grüße vom Christian, dankeschön. Grüße, ich bin auch. Sanfte Grüße zurück. Gegenverkehr. Ah gut, hier ist No Collision, sehr schön. Boah, wo ist denn hier mein Hänger? Da hinten in der Ecke, ey. Ich hab wieder die beschissenste Ecke. Ja, meiner drum, du musst Geld verdienen. Hä? Ja, meiner drum, du musst Geld verdienen. Ja, wenn ich den Trailer hier heile runterkrieg, kann ich Geld verdienen. Ja, Mira steht auch genau hier drin, ne? Norbi, bevorzugen Sie Kaffee oder Tee? Ja, Kaffee. Kaffee. Bevorzugen Sie? Ja, es gibt auch noch höfliche Menschen. Mhm, nicht so wie du, du Rabauke. Hä? Was soll denn das heißen? Schatzi, würden Sie mir noch einen Kaffee besorgen? Jetzt übertreibt er aber. Hey, ja? Knicke war mein Vater. Jo, bis ich ihn weggeknickt habe. So, auf geht's. So. Jens, hast du angekoppelt? Ich bin fertig. Ja. Wenn du dann fertig bist, dann lade hier. Ich. Hier geht's zu dem Ameisenhaufen. Ja, wie auf dem Arbeitsamt. Ne? Wie auf dem Arbeitsamt. 7:42 Uhr, alle fahren sie wie Ameisen zur Arbeit. So, nach der Tour klinke ich mich aber aus. Warum? Hab morgen Termine. Pappelapapp, kannst verschieben. Nee. Kann ich nicht verschieben, ne Schatz? Mein Termin kann ich nicht verschieben. Ist ja, was dir einfacher ist zu machen. Klingelingel. Groß, wieso fährst du nicht? Lukas! Klake. Ja, Klake. Leute fehlen. So, ich habe angekoppelt. Komm. Also, ich schließe mich an. Hier muss man ja aufpassen, was man sagt. Ja, musst du. Ihr könnt Gas geben, bin hinter euch.
Danke, Schatz. Also ich bin der Letzte. Hallo Günther. Guten Abend. Hi Günther. Hallo Günther. Hi, hallo. Ich wollte euch nur guten Abend sagen und ja, Bescheid sagen, dass ich euch mit zuguck im YouTube schon die ganze Zeit und die Manu. Okay. Und mir die nächste Halbstunde, ja bis 22 Uhr noch ein bisschen bei euch bleibe. Mhm. Ja. Wegen Frauenknast, gell? Genau, ja, logisch. Montag. Ah, kommt heute. Der muss ich ganz schnell fahren jetzt. Montagsabends ist das, wo wir gucken das. Auf jeden Fall wollte ich euch alle mal grüßen und euch einen schönen Abend wünschen und somit gehe ich raus. Gell? Ja, auch, dir auch. Gut, Dankeschön. Kann sein, dass ich morgen wieder dabei bin. Jo. Gell? Alles klar. Jo, genau. Alles klar. Mach's gut. Stunde bin ich noch im YouTube hinten dran, ne? Alles klar. Tschüss. Okay. Grüße. Jo, danke. Zurück. Tschüss. Jo. Tschüss. Ciao. Ciao. Hi Jacob, mit den Befehlen kommst du hier nicht weit. Ich habe das im Botnet eingerichtet. Wer will mich denn hier überholen? Amira? Der Eis! Salem, jo, Salem! Achtung Ghost, Speedy kommt von hinten. Okay. Wie die versucht. Na, überhol Amira, ich hab schon ein bisschen Platz gemacht extra. Auf dem allgemein ist es so, ne, dass externe begrenzt sind von der Geschwindigkeit, ne? Egal wo du fährst, oder? Yep. Ja. Ah, kacke, Mann. Das ist natürlich schon ein bisschen blöd, ne? Warum sind sie nicht hergegangen, haben das allgemein den Spielern selbst überlassen? Wahrscheinlich wegen dem Logbuch. Bei World of Tanks gibt es ja ein Logbuch über die Fahrten. Hm. Denke ich mir mal, kann ich mir so vorstellen. Knobby, welche Art von Musik bevorzugst du? 70er, 80er Jahre, Pop. Also es ist eigentlich gemischt auch heute so. Das, was heute im Radio läuft, gibt es auch einiges, was mir gefällt. Also ist schon querbeet, außer Hardrock. Damit könnt ihr mich jagen. Heavy Metal und so ein Zeug. Geht gar nicht. Ist nichts für mich. Klar, lässt dir ein paar Haare wachsen und dann geht los. Ja klar, Mann, AC/DC. Nee, das ist absolut nichts für mich. Ich bin mir gerade durch die Uhr. Wie bitte? Bist du leise? Ich stell mir das gerade bildlich vor. Was? Ich und Metal? Ja. Oh Gott, das Einzige, was ich mache, die Musikinstrumente zerdeppern, ja, das kann man nicht machen. Wir fährten da die ganze Zeit auf der linken Spur. Amira versucht Ghost zu überholen, aber jetzt hängt sie wieder hinter mir. Oh! Nein, ich bin extra links wegen den Lex. Achso, okay. Wenn ihr alle ausweichen müsst. Meinst du, da kannst du dich etwas vorlecken, ja? Also ich meine das im spielerischen Sinne. Was ist los mit euch? Ja. Nix. Oh.
eine rote Ampel. Jetzt erst. Ja, bei mir zu umgeschalten. Na, dann macht man nicht so schnell, dass die anderen hinterher kommen. Ja, yep. Ich bin schon runter mit der Geschwindigkeit. Die Tönigo, grüß dir. Guck mal, sie alle Gas geben. Du darfst hier nur 30 Meilen fahren, ja? Die fahren alle so 40 oder sowas. Voll die Raudis. Nee, ich war bloß 3 zu schnell. Hier, der André und Emira. Junge, Junge, Junge. Voll die Rabauk. Boah. Man achte bitte auf Blinker. Ach, das sieht man hier total schlecht tagsüber. Dann weil die Amerika-LKWs scheiß Blinker haben. Augen aufmachen. Haha. Da wo die Rückleuchten haben, ist gleichzeitig Blinker. Das ist total dumm gemacht. Ja. Wow! Wow! Los, fahr rauf. Was, wie, wo? Alles gut da hinten? Junge, ey, André und Emira streiten sich hier bei der Fahrbahnverengung. Dein Bruder ist wieder da, Ghost-Killer. Ja, und ich hinten rechts, links, weiß gar nicht, wo ich hin soll, ohne dass es scheppert. Junge, kriegt ihr das da vorne geregelt? Ich bin schon weiter vorne. Toll, wenn zwei sich streiten, ne? Er jetzt sich der Dritte, ja. Ich hab dich überholt und einen Aufliegerschaden bekommen, Ghost, das hast du gemacht. Das habe ich gemacht. Was du gemacht hast, ich hab Aufliegerschaden, wo ich dich überholt hab. Ich hab gar nichts gemacht. Ghostkiller. Wir müssen trotzdem noch ein bisschen lange die anderen mit Haus auf dem Topf. Ja, der Chris, der gibt hier Power ohne Ende. Also Emira ihr Schuld. Der André und Emira, die haben mich voll ausgebremst, volle Kanne. Zugemacht und dann haben sich selber gestritten und. Wieder wollte das war keine Absicht. Nein, man sieht die Straßenverengung, aber man bleibt nebeneinander, komm was wolle. Wer bremst, verliert. Och nö. Sie suchen noch mein Feuerzeug weg. Na toll. Fisch oder Fleisch? Fisch ist doch Fleisch, oder? Eher Fleisch. Was willst du noch alles wissen? Soll ich eine Biografie schreiben? Lebenslauf. Lebenslauf? Mit Anschreiben? Schatzi, bist du so lieb? Machst du mir eine Zigarette? Und einen Kaffee. Kaffee habe ich noch. Der ist noch viertel voll. Drei Viertel. Ja, ist voll, ich weiß. Der ist ja jetzt schon wieder hinter mir. Bist du der André? Nein, dann bin ich nicht hinter dir. Ah nee, ein Ghostkiller ist hinter mir. Blinken braucht man nur rechts, auch in real, auf der Autobahn. Going.
Vorsicht, hier rechts. Da kriegt der Ghostkiller auf der Straße. Rechte Seite. Noch hinter mir. WG-Schild, okay. Wie schwarz oder weiß? Kaffee. Achso, Kaffee meinst du? Alles drin. Alles. Weiß. Weißzucker, alles. Weißzucker, alles. gibt auch Digga, Braunzucker. Ghost Killer, ich muss dich leider mal überholen. Ja, gib mal ein bisschen Gas. Laut dem Namen hat er was gegen dich, Ghost. ja. Könnte man meinen. Oder das ist Ghost sein Untertan. Oder das, ja. Ja, yeah, die, ich glaub, die arbeiten zusammen. Christian, pass auf. Der Schaden am Trailer, du weißt nicht. Ja, ich weiß, was das jetzt war, genau. Die haben bestimmt von oben von der Brücke Steine runtergeschmissen oder sowas. Danke, Schatz. Ja, ich bin vorhin wieder gegen eine unsichtbare Wand gefahren. Guten Abend, so, was? Sorry. Bin ich wieder auf dem Standstreifen gefahren? Nee, ich bin der Abfahrt runter noch einmal ganz. Moschipochi ist überhaupt kein Problem, das habe ich schon mal gesagt. Wer kommt, ist da. Wer nicht kommt, der kann nicht oder hat keine Zeit oder hat keinen Bock mehr auf mich. Viele Möglichkeiten gibt's da nicht. Alles gut, alles gut. Ging mir gestern auch so auf dem Standstreifen. Was denn? Unsichtbare Wand. Echt, auf dem Standstreifen? Ja. Okay, da war bestimmt ein Ereignis. Ne, hat mir ja auch schon, die einfach die Texturen weggeblendet werden, aber es ist trotzdem da. Wäre möglich. So wie so ein brennender Trailer oder sowas gab's ja. Wäre möglich. Ja. Namen. Birschi? Ah, Birschi? Ei, Birschi! Grüße dir. Kameraden. Kameraden der Straße, schreibt er. Nabi, trocken oder feucht? Wein. Feucht. Sonst hast du ja das Gefühl, du trinkst nichts. Ja, Speedy fängt wieder an zu. André, was ist los da vorne? Haben wir es gerade vom Wein? Nee, ich wurde gerade ein bisschen abgelenkt. Ach so. Du kannst auch vor mir rein, wenn du möchtest. Nee, ist mir zu riskant wegen den Lecks. Sind ein paar mehr hinter dir. Ja, ich halt genügend Abstand. Ich muss doch mal auf die Mitte da. Was ist denn da los? Du kannst rein, wenn du möchtest. Okay. Danke. Bitte. Abo Überholer. Gut, gibt's jetzt wieder Gas oder bleibt? Ja, ich halt Abstand, damit es keine Kettenreaktion gibt, weil Amira steht. Also. Ach ja, stimmt. Amira hat ja die Decks so drehen. Stimmt, da war ja was. So, die nächste Werkstatt, wo ich finde, will ich wieder mein altes Auto. Das ist mir alles zu karg hier drin, zu Plastik, zu deutsch. Du meinst Werkstatt, Garage. Garage meine ich doch. Kann man Garage noch wieder verkaufen? Nee, ne? Ja, glaub schon, oder? Echt, Garagen? Kann man verkaufen? Bei ETS geht's, glaube ich. ETS geht garantiert Garagen verkaufen. Okay. Du kriegst aber nicht mehr die 180.000, ne? Doch, die kriegst du. Voll? Ja. Alles gut, dann kaufe ich mal in der Garage und mal an den LKW, dann verkaufe ich den Klump wieder.
bei ETS jedenfalls. Das ist ja gut. Niklas! Grüße dir, wie geht's? Danke, gut, danke der Nachfrage. Sehr lieb, dass du fragst. Dankeschön, geht gut. Ah! Bis auf den Bobbes, der tut wieder weh. Der Boris? Der Bobbes, der Boris auch, ja, dem geht's auch nicht gut. Wer ist denn der Bobbes? Der Arsch! Er sagt doch gleich Arsch! Junge, da ist er mal ein bisschen vornehmer und er versteht's nicht. Nee, vornehmer Sachen versteh ich nicht. Bobbes, kennst du nicht den Bobbes? Nee. Die vier Buchstaben, auf denen der sitzt. Mann. Popo. Ah. Der Popo, Bobbes. Bobbes hier. Katzen oder Hunde? Beides. Im Moment habe ich aber nur zwei Hunde. Hatte aber früher immer eine Katze, die war geil. Ah, oh, die war geil. Ich konnte mit der alles machen, die hat mich nie gekratzt und wenn die meine Frau gesehen hat, boah, die hat meine Frau geeiert, das gibt's halt mehr. Wir haben so nebenbei ein kleineres Bad. Da stand eine Waschmaschine drin und da haben keine zwei Leute aneinander vorbeigepasst. Und wenn die Katze gesehen hat, dass meine Frau ins Badezimmer will, ist die vorgerannt, hat sich provokativ auf die Waschmaschine gelegt, seitlich, aber dass die Füße vorne runtergehängt haben. Vorsicht. Und jedes Mal, ja, okay. Jedes Mal vorbeilaufen, wenn die schön kratzen kann, ne? Ja, und jedes Mal, wenn die vorbeigelaufen ist, hat sie der am Arm gehangen und ist dann rennen gegangen. Die hat die immer geeiert. Das ist eine freche Katze. Die war geil. Die war geil. Nein, ich hab, weil ich das bei einer Katze noch nie erlebt habe, dass die nur auf bestimmte Personen geht. Aber das war jetzt nicht bösartig, das war mehr so zeigen, hier, ich bin auch noch da, du hast dir nichts zu melden. Die war geil, aber die ist gestorben an Nierenversagen. Jens hat's aber eilig. Der ist schon ganz weit vorne hier. Nico, wenn ich die Wahl hätte, eher Husky. Der hat bestimmt irgendwas vergessen, Chris. Ja, Rottweiler ist auch kein schöner Hund. Na, ich finde Rottweiler jetzt auch nicht zu verachten. Also ich finde Rottweiler schön. Aber es ist so ein, die fallen auch unter das Klischee Kampfhund. Ja, und das, wie gesagt, ich habe nichts gegen Kampfhunde, um Gottes Willen. Nee, aber so vom Aussehen würde ich dann eher tendieren in Husky. Na, was steht denn hier? Ich warte auf euch, Trommelwiesen. Chris, gib mal Gas, der Jens hat sein Portemonnaie in Newport vergessen. Warte, ich drehe wieder um. Ja. Der Jens, Absicht? Ja, hab mit Absicht. Bisschen langsamer machen? Ja, ich wollte mal hinten mal ranfahren. Vorne ist langweilig. Okay. Sepp ist erschienen. Hallo. Der Feierabend, grüß dir. Und was macht ihr sie? ATS-Spiel? Wir fahren ATS, jawohl. Marmelade oder Schokolade? Ja, Schokolade, ist doch klar. Genau, Nutella. Ja, eben, scheiß aufs Brot, es wird gelöffelt. Ja. Da hat sich meine Frau auch schon aufgeregt. Sie frühstückt ja morgens, ich bin morgens nicht so der, der gerne frühstückt. Und naja, dann, Frau wollte morgens Nutella-Brot essen, Glas leer. Habe ich nachts bei Walking Dead aufs Leer gelöffelt. Oh. Achtung, hier, hinter mir, hier muss ich links rum. Ne, hier nicht, aber die nächste. Ne, ist hier vorne. Ja, was jetzt? Ja, Mann, guck aufs Navi. Ghost, kannst rein, ich hab den Platz gelassen. Ah, ne, ja, doch. Oh. Honig, schreibt Christian. Ja, Honig ist auch geil, ich liebe. Und Sirup. Ist rot, gell? Ja, guck dir das. Nee, war keine Ampel. Doch, hier ist eine Ampel! Junge! Warte, für die Leute im Stream, pass auf, hier oben, da, seht ihr? Fein. Die Ampel habe ich aber auch nicht gesehen. Ja,
Gott sei Dank ist dich echt, sonst hättest du eine schöne dicke fette Strafe bekommen. Junge, ich würde hier nur mit dem Handy rumfahren und Leute knipsen. Scheiß auf die Ampeln, die halten bloß meine Zeit auf. Warum dein Frauenknast, gell? Ja. Hast du Pech? Da gibt's eh keine nackte Frauen, kannst vergessen. Das ist mir doch egal. Honig ist zu süß. Ach wat, muss ja nicht übertreiben. Sirup ist auch übel süß. Boah, ich muss unbedingt noch diese eine Fachnachricht liefern, ey. Ich hab nur 4 Stunden Zeit. Wo seid ihr denn jetzt gerade? Durch die rote Ampel nach Newport. Wenn du so fängst. Chris, warte mal auf die anderen, die sind aus dem Tab raus. Ja, eine Tankstelle will ich eh anhalten an den nächsten. Die andere verpasst da unten. Döner mit Katze oder Döner mit Hund, Norbi? ich bin gerade bei Hornbrock. Da gebe ich doch keine Antwort drauf, Mann. Was ist los mit euch? Ey, ich habe nur DJ Nikos vorgelesen. Ja, aber trotzdem. Hallo? Ja, schon eine komische Frage. Ja, sind wir hier in China oder was? Eigentlich nicht. Ein Döner mit Pferdhösten. Nee, ja, sowas gab's ja schon in Lasagne. Mit Pferdefleisch würde ich kein Döner essen, ne? Das ist ekelhaft. Das kann ich mir nicht so. Nee. Da war doch mal so ein Skandal, dass sie da in die Lasagne von irgendwas so ein Fertiggericht Pferdefleisch damit reingemogelt haben. Oder es war sogar Pferdefleisch. Das ist dann noch ja, in der Schüssel galoppiert, du. Ich meine, so Pferde, Bockwurst und Bolette hat auch schon gegessen. Die schmecken ganz gut. Ja, gibt es. Aber das war von der Lasagne nicht so geplant. Das haben die vertuscht. Ja, habe ich auch gehört. Alter. Ich habe jetzt 40 km/h. Ja, MPH. Ich bin gerade am Raster, da stehen erstmal 10 Leute und fahren gerade in falsche Richtung. Jetzt müssen sie irgendwie rückwärts fahren. Und jetzt hat er mir schon wieder Hunger gemacht, nur weil er geschrieben hat Döner, ne? Ja, ich auch. Ach, hier ist jetzt. Ey, die wollen und. Weißt du, was ich gegessen habe? Oh, schön Pommes, dann noch schön mit Hähnchen. Ich mach kein Hähnchen. Echt nicht? Nee, also noch. Ist lecker. Nein, normales Hähnchen. Aber wenn es aussieht wie ein Vogel, esse ich's nicht. Okay. Und dann noch. Und warum nicht? Weil ja, weil es aussieht wie ein Vogel. Na gut, ich kann auch kein Spanferkel essen. Das kann ich auch nicht. Ja, wenn es aussieht wie ein Schwein. Oh, Spanferkel. Da weißt du, da irgendwo hinten Schenkel rumschneiden und das reinbeißen. Schmeckt doch. Ja, schmecken ja. Aber Herrgott, das sieht doch aus wie ein Tier, Mann. Du rennst doch auch nicht durch deinen Bauernhof und beißt da jede Kuh an. Das sieht bestimmt geil aus. Ach, das ist der erstmal Bauer, der eine Kuh, auf der Kuhweide erstmal die Kühe anbeißen. Oh. Ja, boah, jetzt war ich hinter zwei Russisch. Das Einzige, was ich ein bisschen spielen kann, ist Mundharmonika. Oh. Ja, und Schlagzeug. Das geht immer, da musst du einfach nur drauf rumkloppen. Nee, ich glaube, so ein bisschen Orgel, Klavier oder so, ein bisschen was geht, aber nicht gut. Und jetzt reicht's mal, ihr seid, was ist denn los hier? Wollt ihr mich jetzt hier aushorchen? Ich muss mich konzentrieren. Konzentration. Ui, einer kommt von hinten. Überholer. Oh, wie bleibst du stehen? Ja, ich wollte eigentlich hier drüben auf der Tankstelle rauf, aber hier ist eine Mauer. Oh, da hinten kommt was. Oh, kommt er angeschossen. Boah. Einer, zack, was ein Irrer. Du Sackgesicht, du. Ich konnte Chris eben auch gerade so ausweichen hier. Ja, aber hallo. Weil er voll stehen geblieben ist. Ich bin doch die Römer. Wenn wir aber mal unter uns sind, auf der linken Spur abbiegen, auf eine Tanke. Hätte ich jetzt gemacht, wenn da keine Planke wäre, da einfach rübergefahren. Wäre mir egal. Da kenne ich nur. Da fahr einfach rüber. Frage.
Boah, schon. Ich kalt jetzt nicht an, hab keinen Bock da drauf. Hey, was? Hey, spiel doch mal das Spiel ordentlich, dann Mann! Nein. Ich muss auch runter, Mann. Guck mal, die Christe, dem ist alles scheißegal. Ja, der ist alles scheißegal. Mann, geh vom Simulator von Microsoft zocken oder sowas. Da kannst du machen, was du willst da oben. Jetzt steh ich hier. Das war ein bisschen hart. Ja, guck mal, für den gibt's keine Regeln mehr, gar nichts. Der will sogar über die linke Mauer hüpfen, dass er tanken kann. Nein, ich sattel nur noch meinen Hänger ab. BMW oder Benz? Benz. Wenn, dann eher Benz. Und jetzt ja, reicht's auch. Warten für. Mein Lieblings-LKW ist Kenwood. Es war jetzt eine allgemeine Frage, was ich, zu was ich eher tendiere. Ich denke mal autotechnisch. Eher Benz. Auto? Ja, Mike, was ist denn hier los? Alles klar, 30 LKW ist einfach eine Kolonne. Alter. Hubkonzern. Der rote Baron. Der rote Baron ist unterwegs. Jo, ich hab ihn gesehen. Okay, pass auf, Leute, jetzt reicht's. Wenn ich eine Frage beantworten soll, für jeden Euro, den ihr mir spendet, beantworte ich diese Fragen im Chat. Gibt's keinen Euro, gibt's keine Antwort. So, Ende. Problem gelöst. Die Leute haben alle kein Geld. Alle wieder nee, ich höre nur, ob es klingelt, aber bis jetzt klingelt noch nichts. Oh. Habt ihr auch schlechte Wolken am Himmel? So ein bisschen düster? Nö, purer Sonnenschein, blauer Himmel. Ja, ja, ist nicht synchro. Ja, sieht so aus, sieht so ein bisschen aus, als ob jeden Moment regnen könnte. So. Bei mir zumindest. Gott lässt seinen Storn herunter. Alter, ich fahr gerade 65 und da brauchst du mir gerade einen auf schnell vorbei. Holy crap. Boah, ich spende 500 Euro. Okay, dann hast du 500 Fragen frei, wenn sie nicht unter die Gürtellinie gehen. Ich warte. Jo, mach das mal. Da bist du da total überfordert. Ja, dann hätte ich zumindest meine 1080 raus. Aber hey, du musst immer noch 500 Fragen beantworten. Das ist kein Problem. Für 500 Euro tue ich 500 Fragen beantworten, wenn sie nicht zu privat sind und nicht unter die Gürtellinie gehen. War gerade wieder ein Phänomen bei der Amira. Auf der Gegenseite hat einer gehupt und sie hat einen Leck. Was, wenn hupt? Wenn es hupt, leckt sie? Ja, ja. Ich bin gestern schon aufgefallen. Ja, den einen Tag hat einer gehupt und mich aus dem Spiel geflogen. Ja. Okay, also wenn man sie überholen will und es geht nicht, hupt einfach. Jawohl, Leute, guck mal. Jawohl. Da drüben kommt Feierabend, wie auf der anderen Seite. Was? Da drüben? Ey, weißt du, das wäre ein Zufall. Mach's gut, Kumpel! Mach's gut, Kumpel!
Ja, das habe ich gar nicht gedacht. Ja, du kannst rüber, Christian weiß, wie es geht. Einfach nur kräftig gegenfahren. Genau. Meine Fracht geht nach Los Angeles. Ah. Schatzi, Königin des Hauses, würdest du mir eine Zigarette machen, meine Angebetete? Königin des Hauses, meine Angebetete. Ach. Oh, verdammt. Achtung, Amira steht. Hat jemand gehupt? Nein. Was ist, Schatz? Oh, verdammt. Mann. Hey, da gibt's auch eine Straße? Jo. Schade, hab kein Geld mehr auf Konto. Ist Kontofelgen, Tieflegung, Sportsitze, Brille, okay. Danke, Schatz. Ja, dann hoffe ich, es hat sich gelohnt für dich, ne? So Auto-Tuning und so, ne? Kein Problem, alles gut. Gut, da du ja ein bisschen in der Notlage bist, ach, ihr wollt hier raus? Warum bist du hier raus? Ich will tanken. Ja, will tanken. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Gesundheit. Ich hab eine Zigarette angesteckt. Ich wollte gerade nochmal rufen. Warum? Meckert deine Frau, weil du nicht zu ihr sagst, angebetet? Jo, vorbei. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da manche hinten dran gibt. So was sagst du nie zu mir. Oh ne, nicht noch eine Frage. Ich bin nicht gewogen werden. Boah, Mira, Alter. In unserem Konvoi ist ein Tanklaster, der nicht zu uns gehört. Okay. Der will vorbei, Emira. Oh Gott, jetzt die da vorne voll rüber. Wegen dir werden wir noch alle gemeldet. Klug, wenn dann eher wegen mir. Weil ich über Mauern springen will. Mittelalter oder Zukunft? Zukunft. Alle wieder da? Jo. Jo, gib Feuer. Ich hab aber geblinkt beim Rüberziehen. Hör auf zu hupen, die bleiben stehen da vorne. Tu mal hupen. Jetzt, nur weil man hupt. Er hupt mal, dann weiß es. Ach komm her. Ist doch ganz schön was los hier. Jo, gestern auch schon. Haben wir auch überall mal ein paar Männer kicken gesehen. Der Amira steht hier. Amira steht. Ja, die haben schon wieder gehupt. Ja.
Oh! Boah! Bremsen des Teufels, ey. Hat keiner gesehen. Ach doch, der Typ. Ah, coole LKW hast du. Das war das Gleiche. Ah, ist rot! Ist gerade hochgegangen. Verdammt. Kann ich rüber. Dankeschön. Nordkorea oder Syrien? Deutschland. 1 Euro. Was? Also da stehen 2 Fragen, wären es schon 2 Euro. Ja, 1 Euro pro Frage, ne? Haut rein, ich brauche eine Grafikkarte. Pass auf, hier schenkt einer 2000. Oh! Du musst Dobby 2000 Fragen stellen. Von. Das jetzt hart. Warum die Zukunft genauso langweilig ist? Nö, was heißt Zukunft? Komm, wenn, wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Ja, im Mittelalter da in so einer Blechrüstung rum, doch keinen Bock zu, ist viel zu kalt. Und im Sommer zu warm und außerdem. Ja, und rostet. Und rostet, genau. Nee, nee. Alter, da tut der eine hart lecken. Fährt der zweite oder bleibt jetzt da stehen? Selber ist nicht. Ich fahr einfach mal weiter. Ja. Haha, es funktioniert, ich hupe und sie ruckelt zurück. Das musste er jetzt unbedingt testen. Das musste ich probieren, ja. Schon bevor ihr Spiel wäre jetzt ausgegangen. Das habe ich aber auch noch nicht gehabt, so was. So, Christian, bau kein Scheiße. Ich fahr vernünftig. Schon die ganze Zeit. Bis kurz zum Ziel und dann liegst du auf der Seite. Wow. Ja, wo ich heute Promods gefahren bin, kurz. Da hat mein Controller kurz eine Empfangsstörung gehabt. Dann ist mein LKW auf einmal links gegen eine Leitplanke und dann ist er in eine Mittelleitplanke rübergehüpft. Da hat auch meine Amira steht. Fracht weggeschmissen. Da mehr raus. Christian? Ne, da hat der V8 nicht mehr geholfen, um da rauszukommen. Okay. Ne, der hatte, ich hab mit der Mitte vom Trailer hab ich auf der Leitplanke gestanden. Oh. War schon lustig. Ghost hat natürlich nur gelacht, ne? Ja, was hätte ich sonst machen sollen? Elf. Ich hab nicht mal was gemacht, auf einmal zieht der Ding nach links und dann BAM! Rüber da. Nur weil der Controller kurz mal aus war. Also, cool, ey. Jetzt fahr wir nach Newport, von da bin ich gerade gekommen, nach Barstow. Yep. Mr. Dertool? Unten Link Tippy Stream. Dann sag ich dir's. Die nächste Frage, ja. Salat. So langsam kriegst du Schulden bei mir, Freund. Sind schon 3 Euro. Ich würde beides nehmen, Salat und Fleisch. Ja, Fleisch hatte ich vorhin schon mal die Frage. Fisch oder Fleisch? Ach so. Das ist auch kein großer Unterschied. Ja. Fisch ist auch Fleisch.
Aber anderes Fleisch. Ja. Mehr Filet oder so, glaube ich. Aber ist mir auch egal, Hauptsache es schmeckt. Genau. Hauptsache Fleisch. Ja, jetzt müsste ich auch mal ein bisschen weitermachen. Ich habe da jetzt meinen Vault-Tec LKW. Warst du schon mal ganz oben links auf dieser Insel, wo Schnee? Was, bei Promotz? Ja. Ganz oben links? Das ist eine gute Idee. Beim nächsten Spiel muss ich dann mal hochfahren. Ich bin mal hingefahren, das war schön. Du hast doch so ein bisschen die Physik da drin, ne? Also wenn du Zuschlag abbremst, geht's ab, Kollege. Echt? Ja, ja. Oh, geil. Also, da muss ich unbedingt probieren. Du siehst die Straßen, wenn der Asphalt siehst, ist okay. Aber wenn das so ein bisschen nach Matsch aussieht, kann schon mal rutschen. Aha, ich muss nicht raus diesmal. Ich muss raus. Warum? Warum du nicht? Chris findet bestimmt. Ja, wegen toll, was? Maut. Alles klar. Was hast du gesagt jetzt, Amira? Ja, du schwindelst bestimmt. Nö, sonst wird... Nee. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich mach einen Screenshot, ich stehe gerade. Die Lampe leuchtet grün bei mir. Durchfahren. Ich muss auch raus. Okay. Emira steht auf der Wiegestation. Naja, 309 Meilen noch. Hä? Hattet ihr uns schon mal geholt? Ja. Da war bei ihm knapp, der hat fast in meinem Fahrrad gesessen, der Schweinebackenhund. Ups. Na ja, gut, eigentlich hat er recht, ne? Er hat Vorfahrt auf dem Highway, Kollege. Ja, ich weiß, aber man kann trotzdem auf dem Aber er hätte bleiben. Links bleiben. Rüber, er hätte links rüber gehen können. Warum fährt mein Auto rückwärts, wenn ich vorwärts drücke? Habe ich auch schon gehabt. Bremse zu früh losgelassen. Ich fahr mal kurz 40, dann können die anderen noch aufschließen. Mhm. Irgendeiner hat mir Geld geklaut. Ich habe nur noch 277.000, nicht mehr 78. Oh, ich komm so schnell nach unten. Admin. Das sind Geräusche, Alter. Scheiße. Ja, bei mir ist gerade Apple vorbeigefahren. Also, wenn ich so Geräusche mache, dann ist es schon zu spät. Dann lieg ich schon auf der Seite. Holy crap! Bremsen! Ist das? Alter, warum bremst du dich? Alter Vater! Apple, das hast du jetzt nicht gesehen. Ich hoffe, du hast das nicht gesehen. Das schreibt erstmal Moin. Wo wir eigentlich abends haben? Kannst du rein, Amira? Boah, ey, geile Polizeiwagen, ey. Irgendwie holt uns hier keiner ein, obwohl wir nur 40 fahren. Ja, wir kommen. Frau oder Katze? Was? Keine Antwort. Sind da schon Fragen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich beantworte die. Tippi-Stream anklicken, 1 Euro rein, ab geht's. Beantwortet. Oh, bremsen! Alter! Mann! Gott! Sepp, war Panikgeräusche. Fährst du überhaupt dasselbe Spiel wie wir? Ich glaub nicht. Der fährt bestimmt ein Stocker-Rennen. Ja, irgendwie sowas, Crash-Derby oder sowas. Alter, ich muss mal hier mal so diese geheime Rennstrecke hinfahren. Die sind wir gestern gefahren. Die geheime Rennstrecke? Ja.
Vorsicht! Amira steht, Vorsicht! Die ist bei Tuxon da oben, bei Betumen. Groß! Sag doch mal was Neues, es wird langweilig. Ja. Emira fährt. Ja, genau. Jens, wolltest du sie gerade rüberziehen? Eigentlich schon, weil du in meinen Spiegel gar nicht mit in warst. Deswegen, ich sehe den blauen Punkt, sehe den Namen nicht und was kommt da um die Ecke an Edmund? Alter, verfolgt er gerade mich? Ich will doch hier nur ein bisschen rumkurven. Schraubt er erstmal ein nice LKW. Schreibt mal hier ein nice Car. Alter, sind die amerikanische Polizeiwagen so geil. Boah. Ich will es auch haben. Frau oder Katze ist genauso wie... Siehst du da einen Unterschied? Ich nicht. Nö. Ja, Frau ist wie eine Katze. Sie kratzt auch gerne. Kratzen tun sie beide. Ja, Frau am schlimmsten. Bleib da grün. Bitte grün bleiben. Oh. Los Angeles. Der Nighty, ja. Das ist nur eines der neueren Modelle. Da ist die Schnauze so ein bisschen abgeflacht. Die siehst du jetzt hier nicht. Ich kann mal gerade in die Außenansicht. Und dann müsstest du es sehen, wenn ich auf der Spur bleibe. Schwer eine Kurve. Das ist jetzt hoch. Ja, aber in der nächsten Werkstatt will ich sowieso. Garage, mein LKW wechseln. Und schön, dass du reinschaust. Grüße dir. Jo, ich brauche einen neuen LKW. Die Reifen sind runtergeranzt. Deswegen brauche ich gleich einen ganz neuen LKW. Klar, immer wenn der, wenn der Aschenbecher voll ist, kriegt man sich ein neues Auto. Kennst du es nicht? Natürlich. Nee. Nee. Also, wo ist ja, ich hab's noch nie geschafft, das Auto rumzudrehen und das Auto auszuschütteln. Deswegen kaufe ich immer ein neues Auto. Ja, eben. Man kann ja auch den Aschenbecher rausnehmen. Echt? Scheiße, habe ich früher was verkehrt gemacht. Oder Staubsauger nehmen. Hier war gestern auch schon mal. Jetzt bin ich echt schockiert. Nee, bei mir ist ja alles grau, ich war hier noch nicht. Der Tool, Tippi-Stream. Keine Fragen mehr. Wenn du ein Auge gespendet hast bei Norbi, dann kannst du noch eine Frage stellen. Ein Auge, eine Frage. Alter, ich finde diese Brücken so geil. Alter, das ist nicht geil. Was ich gerne mal machen würde, der Georg, der hat sich doch diese Vega gekauft, ne? Und da sagst du doch auch, Ghost, die ist vergleichbar, ne? Ja. So, Preisunterschiede ist ja da auch ein bisschen schon relevant. Ja. Was ich gerne mal probieren würde, bevor ich mich entscheide, so ein Ding mal in den Rechner reinmachen und gucken, wie läuft das alles? Ja. Na, und zu sehen, weil wie gesagt, ich bin schon immer Nvidia. Schon immer. Ich hatte früher mit ATI, AMD noch nie so zu tun. Hat mir auch nie so gefallen. Ja. Aber so zum Vergleich, weißt du, die Katze im Sack kaufen. Oh, ich muss raus, Wegestation.
Jo, jetzt darf ich vorbei. Ich darf drüber hüpfen. Nee, ich komme mit raus. Ich mach das wie Ghost, ich zeig einfach auf Finger. Na, du fährst jetzt da drauf. Jetzt halte ich mal ein bisschen an die Regeln. Schon drauf, schon die ganze Zeit schon drauf gefahren. Ja, ja, der spielt regelunwidrig irgendwie. Nee, mach ich gar nicht. Boah, da würde Chris schon im echten Leben in den USA schon einen Knast machen. Ach, Quatsch. Würde nie freiwillig hinziehen. Mach, wieso macht der den scheiß Motor aus? Da haben wir gechillt, stopp hier. Da müssen, glaube ich, noch mehrere biegen. Ja. I'm waiting here. Ah, Brasilien ist eine vor mir. Was ist das? Ein Brasilianer. Alle fertig? Oder durch? Ja, Mira warte. Könnt. Wir sind schon lange am Fahren. Wir sind schnell am Fahren. Ihr könnt. Ja, die Kiste hier vorne, der fährt hier irgendwie mit 30 rum, weißt du, und die da irgendwo ganz hinten, ihr könnt. Ja, ich fahr dann lieber, als stehen zu bleiben und immer zu den Schritt naja aufzumachen. Fahr lieber ein bisschen langsamer vor schon. Was war das denn? Keine Mikrofon. Ahnung, ich weiß nicht. Hier hat irgendeiner gefurzt. Nein, das ist das Mikrofon. Ich hab den Tippen am Headset massiert. Aber ja, gleich das Wort Nein ein bisschen lauter sagt. Nein! Ach ja. Ach, das waren meine längsten 900 Meilen. Nein, Quatsch. Ja, gestern 1300 Meilen gehabt. Wie viel? 1300 sind wir gestern gefahren. Oh, eigentlich 2000. Ich kann dir AMD nicht empfehlen fürs Streamen und Aufnehmen. Ist Nvidia besser? Auch wieder ein Haben. Spielen wirst du nicht viel bemerken. Ja, das Problem ist, Night. Für Stream und Aufnehmen, da benutze ich den Prozessor. Ja, also den CPU. Darum dreht sich's nicht. Es dreht sich einfach nur darum, dass die Spiele einfach ein bisschen flüssiger laufen, geschmeidiger. Und mit der 1050, da geht schon ein bisschen was, aber es ist eine gute Einsteiger. What? Eine gute Einsteigerklasse. Und ich sag mal, diese AMD, die sind für zum Stream aufnehmen. Das kann sein, dass es dafür nicht Sinn, aber es geht auch. Es sind halt die Erfahrungen. Ich will halt nur mal gucken, was kann man für dieses Geld das Bestmögliche rausholen. Kann man mal machen, so mal eben über den Parkplatz. Warum ja nicht? Das war der Chris. Ja, war okay. Bei mir war es noch grau. Ja, so, Nico, grüße dir. Guten Abend. Und der Semir 11. Hi Semir, auch dir einen guten Abend. Also wie gesagt, mein Favel wäre die 1080 Ti. Und da die Ti noch so teuer ist, ist so mein Favorit die 1080, die normale. Aber da kann man noch so ein bisschen mal hin und her gucken, was bekommt man für denselben Preis.
Ja, und da ist die Vega, sagt mir jetzt, die ist nicht übel. Ein Kumpel von mir, der hat die. Und er ist sehr, sehr zufrieden damit. Und streamen, das lasse ich über den CPU. Das hat mit der Grafikkarte nichts zu tun. Zu viel Rotz. Wobei das mit dem Streamen mit der Vega besser geht, weil die mehr Speicher hat. Zu wie viel Prozent ist mein CPU ausgelastet? Da müsste ich stehen bleiben und gucken. Also im Moment sagt mir OBS, ja, OBS sagt mir gerade 18,8%. Und das ist ein Witz. So, wenn wir stehen bleiben, mache ich mal auf und guck mal den Task Manager und guck mal, was der Prozessor sagt. Der Semi-Elf, dankeschön für dein Like. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wenn ich die Tour jetzt, also wenn wir am Abladeort sind, dann gucke ich dann mal. Aber wie gesagt, ich meine knapp 1000 Euro für eine Grafikkarte, also Mensch, da kann ich meinen zweiten PC hier hinstellen, wenn du es so nimmst, oder für 1000 Euro kriegst du schon ein kleines Auto mit 2 Jahren TÜV, musst du mal überlegen. Hallo? Jo. Ist jemand da? Wir sind alle da. Okay, das interessiert mich gar nicht. Okay, alles klar. Alle doch, hoch. du hast recht, das stimmt, alle hoch, das stimmt. Wegen der Emira, ne? Alter, wie fies. Nein, das ist nicht fies, die hängen 100% alle hinter der Emira und haben... Da. Nee, die sind alle vor mir, aber ich hab hier gerade ein paar Problemchen. Wie? Probleme? Ach, ja, es leckt. Gleich mal die Auflösung runterdrehen. Ich wollte es gerade sagen, wenn das so extrem rumleckt, geh doch mal mit den Details ein bisschen runter. Nicht die komplette Auflösung, die würde ich lassen, aber die Details, so Schatten und so einen ganzen Krempel, einfach mal probieren, die mal rausnehmen, deaktivieren oder runtersetzen. Mache ich dann, wenn wir dann da sind. Und wie viel habt ihr jetzt? Was meinst du? 65. Oi. Oh, ich hab noch 247. Achtung, hinter mir, ich muss bremsen. Ja, ich weiß, ich seh's doch. Ach du Scheiße! Er sagt noch, er muss bremsen und fährt hier voll ins Gemüse. Kommst du da wieder raus oder soll ich? Ja, warten? Wenn ich rückwärts fahre, komme ich raus. Leute, guckt euch das an. Fahrt langsam, macht alle Fotos. Zückt alles Handy. Fahrt langsamer, holt euer Handy raus. Wolltest du nicht ordentlich fahren? Selfie Time. Scheiße, der kann ich vorne fest. Nebel still ein Foto machen. Alter, ich will jetzt auch gerne dabei sein. Mach deine Differentialsperre rein. Hab ich. Der blöde Pissbock hat sich hier aufgebockt. Hinten und vorne. Ich stehe da drüben im Gemüse. Ich sehe. Ja, ich bin draußen. Nix mehr mit Lachen. Auf Wiedersehen. Okay. Mr. Die Zugmaschine ist draußen. Good night. Schlaf gut. Tschüss. Wie geil. Achtung, da hinten ist das Bremsen. Pupp, weg, Ware. Ist die Straße verfehlt, oder? Nee, die Straße war schon da. Die Straße hat Christian verfehlt. Jetzt fährt er nicht mal mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Ey, jetzt ist er schon wieder so ein Arsch voll Meilen gefahren und kurz vorm Schluss macht er wieder Scheiß. Bewegen tut er sich, aber...
Soll ich mal versuchen, anzustupsen? Ach, dann häng ich da drin fest, ne? Ja, will ich lieber nicht machen. Ja, wenn du... Ja, okay, warte mal. Nee, ohne Trailer, meine Maschine steht ja schon da, aber nur mein Trailer hängt da hinten noch. Und ja, ich habe Differentialsperre an, falls einer fragt. Sonst wäre ich nicht rausgekommen. Oh, geht aber auch so mal eine Zigarette, es wird ein langer Abend. Es wird ein langer Abend. Er verliert der Fahren. Ja, jetzt bin ich draußen. Ey, mal das seine kommt, der angerollt. Leute, fahrt. Der kommt. Ich hab einen Ami-Truck, hallo? Brauch keine Hilfe. Nein, aber... War schon hart. Alter, mein Bremsen ist doch die Hölle. Schön, wenn du jetzt rückwärts fährst, ne? Ja, und schon wieder Vollgas. Entschuldigung, ich bin stuck. Chris, war die Ampel nicht gerade rot? Nee. Ich hoffe, dass der Typ AFK ist. Ich hab Chris gerade leicht angeditscht. Und deswegen ist er mit Überschall gerade mir vorbeigezogen. Ich wollte gerade sagen, Micha, ich war doch weit weg von dir. Jens hab ich angeditscht hinten. Nicht Chris. Okay, dann gebe ich mal Gas zu Christian, der ist ja schon mit der. Ich fahr 30, ich hab schon runtergebremst. Ja, brauch kein Gas geben, du holst ihn sowieso gleich wieder ein. Norbi, kannst. Ja, mich hat's so gerade gewundert, weil die Feststellbremse noch an war und er ist nicht gefahren. Danke. Ja, aber war das denn? Wenigstens mal wieder was zu lachen gehabt. Und ich war nicht dabei gewesen, noch gemacht. Danke. Jetzt da bloß Norbi Stream anhaben brauchen. Hast du auch einen Peterbit? Ich glaube ja. Jo, danke. Ja, wow, gesagt, Norbi Stream. Ja, ich guck das auch gerade, aber ich will live dabei sein. Live! Ich guck da nochmal nach der Prozessorauslastung. Darf ich nicht vergessen. Nächstes Mal, Sepp, nächstes Mal. Wie gesagt, das ist der i7-8700K, also der steckt das weg. Das ist für den gar nichts. Christian, bin hinter dir. Nicht zu langsam. Die Meute kommt da hinten auch angerollt. Na, ich fahr wieder ein bisschen schneller. Sind ja eh bloß noch 35 Meilen. Ja, die können noch lang werden. Oh. Nee, jetzt fahr ich ja nicht mehr in Gemüse. Abwarten. Nein, hier sind Bäume, hier sollte ich nicht durchpassen. Du fährst nur noch in den Wald. Alles rein. Schön. So gut. Cool. Oh Mann, sah bestimmt lustig aus vor dir, wenn Norbi. Ich habe nur gesehen, wie auf einmal rechts von dir das Gras aufgetaucht ist. Tja. Wollt ein bisschen Rasen mähen. Ja, warte mal, wenn du dir mal ein Lenkrad holst, das ist anfangs sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, glaube ich. Was denn? Lenkrad. Wisst ihr, was immer alle machen? Es wird interessanter. Nimmt man die Aufliegerstabilität komplett null. Oh ne, niemals. Warum? Ich nicht. Doch, ich nicht. Komm, das können wir doch mal alle machen. Einfach nur mal geckhalber. Nee, ich mach's nicht. Wir machen beim nächsten Mal. Bin ja eh hier jetzt raus. Du musst wirklich einfach nur vorsichtig fahren. Ja.
Und dann geht das. Einfach nur mal so aus Jux und Dollerei. Aber ich hole mir erst so einen anderen LKW dann. Ach ja. Los Angeles, ich komme. Oh. Du Bescheiße, Wegware! Schummel-LP. Was ist schon wieder passiert? Der hat Copperfield gemacht. So, guck, so hat er gemacht. Guck. So. Oh, zack. So hat er gemacht. So, okay, jetzt guck ich mal nach der Grafik. Dieses Mal. Nach der CPU auslassen. Oh, ich fahre gleich dann. Oh, ausgelöst. Fuck, das geht hier gar nicht. Doch, hier geht's. Warte mal. Über den Task Manager konnte man das sehen, ja? So. Aua. Ich versuche. Auch mal mit der CPU und danke, aber es wird nicht klappen. Hab einen. Platzstätten. Okay. Also, wie gesagt, bei mir klappt's. Ich lasse das über den CPU kodieren. Und das ist kein Problem. Leute, ich muss nochmal mein Spiel neu starten. Ich hoffe, dass ich dann... Bin ich dann wieder hier? Oh. Nee, Quatsch. Machen wir gleich. Ich hole mir erst einmal hier die... Oh. Ich hole mir erst einmal hier die Garage. Gibt es hier eine? Nee, jetzt sag bloß nicht, hier gibt es keine Garage. Nicht überall. Oh Gott. Die nächste ist in Salem. Ah, ihr Salem, ja. Okay, den wollen wir mal. Ich muss nach Salem. Es tut mir leid. Eine Dorf weiter. Ja. Ja, dann fahrst du halt mal hin. Nee, warte mal. Ich hab doch hier abgeladen. Wenn ich jetzt speichere, müsste ich doch hier wieder sein, oder? Inwiefern? So. Ja, speichern, Spiel neu starten, ne? Müsste so. Doch. Ich bin jetzt raus. Nein, aber bist du da wieder. Nicht, wenn du dir einen neuen LKW holst. Mein Mauspfeil. Nee. Erst mal mit dem alten noch speichern. Ja. Okay, ich hab gespeichert. Ich starte nochmal neu. So. Bis morgen. Ach, Christian. Nur wegen deinem komischen Fernseh. Mach keinen Scheiße. Ich hab morgen Termin. Ach so, wegen Termin. Ich hab jetzt gesagt, wegen dem Fernsehzeug da. Jo, alles klar. Bis dann. Jo. Auch rein, gell? Ciao. Gut. Ciao. So, die Prozessorauslastung machen wir auf hier. So, wo sieht man den ganzen Leistung? Hier. Das ziehen wir mal mit. Hier rüber. Zweite Feld. Mal da oben hin. CPU, Arbeitsspeicher. Das ist die Grafikkarte. GPU ist die Grafikkarte. Okay, ich starte das Spiel jetzt. Und dann sage ich dir meine Auslastung, ja? Also was der CPU sagt. Moin, welchen PC-Komponenten hast du? Scroll mal ganz runter, unter dem Video. Da steht alles drin. Da steht alles drin, da kannst du gucken. Gigi, Mr. Was? John Dala. Okay. Wie gesagt, ich denke, es hängt nur ein bisschen an der Grafikkarte. Der Rechner selbst heißt. Bitte. Warte mal kurz bei Webcam von Nobby sehen. Das ist ein guter PC. Gut, ich bin ja jetzt noch nicht wirklich im Spiel. Ist ja hier alles nur Bild und Gedönse. Ja, bitte, bitte. Ich hab doch was ich hab. Also er arbeitet so knapp mit 4 GHz und hat eine Auslastung im Moment von 32% mit allem, ne? Also Stream,
OBS ist offen, YouTube ist noch offen, das Spiel ist offen. Ja, liegt so bei 40%. Warte mal. Okay. So. Ja. Werkstatt. Haben wir was bis nach Salem? Ich guck mal, ob ich vielleicht da was hinhabe. Aber nee, Salem. Krieg ich Aufträge bis nach Salem, wenn man noch nicht dort war? Nee, ne? Sowas ist. Doch, natürlich. Doch, aber natürlich. Wenn du diesen Ort noch nicht entdeckt hast? Ja. Ich muss mal neu sein, bin vom Server geflogen. Ja, kannst du auch gleich mal deine Auflösung, ne? Habe ich schon. Hast du schon. Okay, ich habe was gefunden nach Salem. Bei den Externen. Ein Feuerwerkskörper. Oha. Lobby und Feuerwerkskörper. Oha. Lass krachen, Cowboy. Neid, ich kann dir das auch gerade mal anzeigen, wenn du willst. Warte mal. Pass mal auf, ich mache das jetzt mal so, dass du es auch glaubst, dass es so ist. Machen wir gerade die Bildschirmübertragung noch mit dazu. Eine Bildschirmaufnahme. So. Okay. Müsste jetzt da sein. So, jetzt pass mal auf. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Hier oben links, ich habe mal größer gemacht. Hier oben CPU. Gut, da jetzt das Spiel im Hintergrund irgendwie pausiert ist oder so, ist es jetzt natürlich ein bisschen weniger. Ja, aber es liegt so bei, ja so 38-40% Auslastung. Also von daher denke ich, ist das vollkommen in Ordnung. So. Okay, habt ihr Salem? Können wir das nehmen? Na, ich bin raus, also ich mach jetzt hoch. Du machst auch Feierabend? Hm. Okay. Gut, dann. Ich glaube, ich muss eben Laptop neu starten. Jo, kein Problem. Dann, Salem ist ja der nächste Ort. Ich nehme das mal an, dass ich mein LKW kriege. 95 Mal noch, dann bin ich da. Ghost noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, so, dann hole ich mir mal 19 Meilen? Was, so weit ist mein Auftrag weg? Okay. Hä? Schönes Desktop-Bild, ja. Ja, ist von Resident Evil. Vor mir. Stromchaser. Ach, wow. Du hast Beamspot Blood noch auf. Was habe ich bitte? Du hast ja so ein Beamspot Upload offen bei siehst du bei YouTube. Ein was habe ich bitte offen? Ein Screenshot Uploader
Das ist schon ein LKW. Muss man irgendwas im Hintergrund aufmachen. Screenshot? Oh, hä? Ja, ich habe vieles offen. Ach nee, ups, Entschuldigung, das war bei mir. Boah, Entschuldigung. Ich guck hier halt hier meine Tasks nach und denk mir, hä, was will der denn von mir? Ach nee, ich hab mein YouTube rübergezogen. Kam da. Entschuldigung, war nicht mit Absicht. Hey, da will der mich glatt an der Ampel stehen lassen. Junge, ich schalte, gell, und du machst Automatik, das ist unfair. Ah, ich muss ja noch Garagen holen von Mexiko noch. So, aber gut, macht nicht mehr so lange, Jungs. Ich bin dann auch weg jetzt. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Jo, Jens. Gut, danke. Mach's gut. Jo, Jens. Dann bis morgen. Ciao, ciao. Jo, ciao, ciao. Ciao. Das sind amerikanische Straßen. Oh, vorbei mit Rasen. Ich muss links. Jo. Mein Ziel. Muss ich jetzt hier raus? Ja. Nennt sich jemand Mittelalter Drachen. Hat keiner gesehen. Ich hab's gesehen. Ups. Ja, aber der Zaun steht noch. Alles gut? Er steht noch. So, wie war der? LKW. Bam. Hallo, Amja. Okay, keine Antwort. So, dauert einen gut. Moment. Ghost, was ist mit dir? Fährst du mit nach Salem? Ich stehe hier immer noch in Newport. Ja, wir hatten einen weiten Weg, also ne, bis zum Abholpunkt. Wenn du was hast, du kannst losfahren. Ich warte hier noch schön auf Samira. Ach so, stimmt, die hat ja da ein Problem. Ich bin gleich da, das Team hat nur ein bisschen länger gebraucht zum Öffnen. Mhm. Ach, cool.
Ja, das waren auf einmal sehr viele Spieler. Ach Gott, da muss ich reinfahren. Ey, das schaffe ich nie im Leben. Oh Mann, oh. Also Gott sei Dank seid ihr jetzt nicht. Ja, darfst du aber trotzdem abbiegen, ich muss rechts. Alter, ist das doch. Ist so. Ja. Abgehängt hab ich ihn. Abgehängt! Nee, ich bin vorne. Ja, jetzt! Gnadenlos zersägt hab ich ihn an der Ampel. Jeden ja, Gang geschaltet. Jeden Gang. Warten wir auf die anderen. So, ich bin da, ich fahre nur noch mal schnell in der Werkstatt. Jo, wir fahren nach Salem, da brauche ich ein Ding, eine Werkstatt. Ja, wir warten mal hier, vielleicht findet ihr was. Ja, oder ihr fahrt vor mir, kommt hinterher. Liegt an euch. Mir liegt an euch. Ach, Gott, ach Gott. Ja, jetzt ist hier der Christian im Endeffekt. Jetzt kann ich ja sagen, ihr meint, Bob, es tut weh. Schatzi, krieg ich noch Zigarette? Gut, dann düse ich mal vor. Ich will ja eh die Garage kaufen, einen anderen LKW. Ja. Was, sind du der Bobbes weh? Nee. Nee. Hab gerade gegen den Tisch getreten. Oh. Das ebenso. Harry Bomerkinder vor Unerwachsen ebenso. Hast du schon markiert? Ich hab markiert. Okay, dann können wir los. Du auch? Nee, warte. Da die Garage in Salem. Dann ist mein hart verdientes Geld weg, wenn ich die Garage kaufe. Oh Mann. Danke, Schatzi. Kommt ja Geld wieder rein, wenn du LKW und Fahrer draufsetzt. Ja, ja. Okay, what the hell? Hab jetzt einfach in einem Schlag 6 von FA bekommen, Freundesanfrage bekommen. Wow.
Grins. Ich bin wieder vom Server geflogen. Yep. Ach. Müssen neu starten. LOL! Eine Frau hat mich als Freund, Freundesanfrage geschickt. Ja, geil. Einfach mal annehmen. Ja, gut. Kann man machen. Ah, yes, man, San Diego. Habe ich eine Fracht nach San Diego? Nein, habe ich ebenfalls nicht. Warum denn auch? San Diego ist ja nur 200 Meilen entfernt. Ich darf ja Sticks falsch schreiben. Ah, ich habe also falsch geschrieben. Habe ich richtig geschrieben? San Diego. Ah, oh, San Diego. Oh. Nicht San Diego. Ah, San Diego. Ach, Mann. Jo, da ist er wieder. Nein, ich darf ja nicht stecken bleiben. Ich sehe dich nicht. Ach doch, jetzt ja. Und jetzt können wir. Jo, dann Eddie. Das ist das wieso geil. Fährst du in falsche Richtung? Das ist rot. Das ist kann. Mein Marker geht aber hier lang. Ja, dann dreh um und andere Seite. Du warst falsch rumgestanden. Toll. Ja, das Navi spinnt manchmal. Ah, jetzt hab ich's gut. Zusammen, Cody? Ich glaube, die haben sich gerade zusammen geknutscht. Ah, ist rot! Oh, Alter, muss nicht kurz davor sein, immer rot. Also ist ja auch schon rot. Hallo? Hey, du bist da gerade reingekommen.
Liebe Leute, lasst euch sagen, mein Uhr hat fast 11 geschlagen. Hallo Reiko. Hallo Reiko. Gute. So, den bringen wir natürlich richtig hin, ne? Wo sind wir dahin? Ey, schon wieder rot. Ey, ich gib's doch. Welches Spiel findest du von der Landschaft besser? ETS oder ATS? Besser, oh Gott. Also wenn ich ehrlich bin, finde ich ATS besser. Wenn ich sage, dann will ich beide sagen. Also beide Spiele. Ja, also ich sage mal so. Wenn du ATS noch nicht lange kennst oder neu anfängst, also sowas bei mir hat mir ATS besser gefallen. Aber mittlerweile da jetzt... Entschuldigung. Also ich würde jetzt sagen, ATS. Mein Auto ist doch extra. Mein Auto ist putt. Für mich jetzt ATS. Ich bin mal zur Werkstatt. Wo seid ihr? Wo dreht ihr euch? Wo fahrt ihr rum? Im Moment in Salem. In Salem. Oben bei Oregon, glaube ich, ist das irgendwo. Kann das sein? Wo trefft ihr euch in Salem? Vermutlich Garage. Mal gucken. Salem ist oben, ja. Oregon. Ich hoffe, du hast nicht so viel Schaden abgekriegt. Ich glaube, ich habe gar nichts abgekriegt. Dafür ich. Ich konnte nicht mehr bremsen. Ich habe wieder Gas und Bremse verwechselt. Ich habe null. Oder du bist irgendwo dagegen gefahren. Ja, gegen dich? Nee, ich habe null. Gegen den Holzstapel vielleicht. Da war ein Holzstapel? Ja. Nee, aber ich bin gegen dein Auto. Das hat ja gewackelt. Ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe nur gesehen, wie du hinten umeinander gesprungen bist. Weil er meint, ich bin gegen dein Auto gefahren. Das hat dann auch, hinten hoch. Okay, ich habe aber null. Oh, bin wieder auf dem Weg. Ah, jo. Schaltung, was macht der? Nein, ich fahre zu schnell. Ja, ich fahr Schaltung. Also, du holst ein bisschen mehr Spielerlebnis raus. Oh, na, das packe ich doch nicht, Mann. Ja, da fahren wir rückwärts hinter. So. Was ist das? So, ich bin in Salem. Ja, ich bin auch bei meinem Abladeort. Also, immer noch. Kommt ein Feind an. Da kommt ein Feind an. Ja, ich sehe schon. Da kommt ein Feind an. Ich will doch nur... Oh, knappe Geschichte. Andreas... Das war der Spiegel. Boah. Ich kann schon lesen, ganz einfach, André. Wer ist das? Von uns? Ach so. Also doch ein Feind. Wenn ich das nicht lesen könnte. Freund oder Feind? Freund. Nee. War schon. Fahr vorbei, ich häng mich ran. Da sind die ganzen Holzstapel aufgeploppt. Ich denke mal, weil ich bestimmt die Grafik runtergedreht habe.
Was hast du gemacht? Ich habe da die Auflösung runtergedreht. Ja. Und das dauert halt, bis der jetzt bei mir die Holzstapel geladen hat. Was? Das sollte gerade da, sollte schneller gehen. Ja. Und ich war der Meinung nämlich, dass ich gegen Ghost gefahren bin. Was auch so aussah. Oh, das ist mir nicht schön. Moin, moin, gute Fahrt. nein. Alter, ich bin bald Deutsch, Alter. Liebe zu uns. Ganz. Ach, während der Fahrt. Schreiten. Schön. Admin. Ja, das ist der gleiche Admin. So, gut, jetzt Garage, Auto wechseln, dann geht's los. Auto wechseln? Ja, Auto wechseln. So, zu viel Asche was? Und jetzt muss das alles neu gemacht so, werden. So, Garage. Was willst du fahren? Ich sag das, wenn ich's weiß, ich hab den Namen nicht im Kopf, ich weiß nicht, wie das scheiß Ding heißt. Kenwood. Kenwood. Ich weiß es nicht, ob ich sag das gleich. Peter Pilp? Nein. Es gibt ja bloß drei. Ja, ja, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Peter, ich glaube, es ist Peter oder sowas. Ich bin jetzt weg. Jo, André. Jo, alles André. Gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Jo, tschüss, schönen Abend. Tschüss. Ditto, ciao. Warum reagiert meine Bremse jetzt so schlecht? Ja. Du musst hupen dabei. Haha. Ha. Bitte. Doch, probier's mal aus. Das geht. Ja, bei euch vielleicht, bei mir nicht. Wenn ich selber hupe, passiert nichts. Dann machst du was falsch. So, ich will jetzt aber erstmal die seine Spieler kennenlernen. Also vorsichtshalber ein bisschen früher bremsen. Aber nur wenn du nicht hinter groß fährst. Genau. Wenn du hinter groß fährst, dann kann sich drauf verlassen. Er ist ja hinter mir. Das stoppt dich schon. Genau. So. Hab ich gerade eben schon gemacht.